Nur einmal, um zu beweisen, wie windig es wirklich ist. Mein Schar. Hallo, freue mich, dass du da bist. Heute hier in Lütetsburg ist es super, super windig. Und ich dachte, das wäre die perfekte Gelegenheit, über den Golfschwung im Wind zu reden. Ich spiele jetzt 9 Löcher und werde einfach zwischendurch sagen, wie ich bestimmte Windverhältnisse spiele. So, es ist das erste Loch. Ganz starker Wind von rechts. Die Bahn ist eng. Rechts ist aus, links ist aus. Und wenn ich die Wolken schaue, da ist wirklich viel Wind. So, was das bedeutet, ich muss jetzt aufs Aus zielen. Ich muss meinen Ball da starten lassen. So, du brauchst Mut beim Wind. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, kämpfe nie gegen den Wind. Gestatte es den Wind, den Ball zu bewegen. Der Wind macht in diesem Fall die Arbeit. Okay, so ich werde mich einfach stark nach rechts ausrichten. Wie gesagt, auf, aus. Ja, da muss man sich dran gewöhnen. Und ich werde einen geraden Ballflug in diesem Fall denken. Und dann werde ich einfach schauen, was der Ball macht. Und da kommt der Ball rum und landet auf das Fairway. Okay, so nicht gegen den Wind kämpfen. Lass den Wind den Ball tragen. Aber ich möchte jetzt dir was echt Wichtiges sagen beim Spielen in dem Wind. Egal, kurzes Spiel, langes Spiel. Du musst den Boden spüren. Ich möchte, dass du wirklich die Füße in den Boden reindrückst. Wenn du möchtest, steh ein bisschen breiter. Aber ich habe ein bisschen Problem damit, weil dann ist die Beweglichkeit weg. So, lieber normaler Stand und ein bisschen mehr in die Knie gehen. Aber schau bitte, dass du nicht sitzt, sondern Hüftgelenke, Ober- und Fußgelenke. Okay, so ich nehme meinen Stand ein, spüre richtig den Boden beim Stand, beim Ausholen auch. Es ist eigentlich ein ganz guter Schwunggedanke, weil man dann richtig schön den Boden benutzen kann, um die Hüfte zu drehen. Okay, so Boden muss benutzt, gespürt werden beim Wind. Beim zweiten Loch ist der Schlag direkt in den Wind. Das ist ein starker Wind. Langes Par 4. Ich nehme meinen Driver. Das Fairway ist breit genug. Ich tee den Ball niedriger auf. Ich greife den Schläger tiefer. Stehe näher am Ball. Und da ich den Ball jetzt etwas mittiger habe, öffne ich immer meine Füße. Ganz leicht. Und dann letzte Sache, Rhythmus. Ich beschleunige nicht zu früh, sondern lieber durch den Ball. Mein Schwunggedanke ist auch flach halten den Ball. Und so schwinge ich automatisch so statt so. So flach auch denken. Wow, jetzt ist richtig stark. Ja, man möchte ja hauen, aber bitte nicht zu früh. Sehr flacher Ball und der Pluspunkt ist der Rot, trotz Gegenwind. Der Wind kann natürlich auch von Vorteil sein. Starker Rückenwind, leicht von rechts nach links, so perfekt für einen kleinen Draw. Ich habe den Ball für meine Verhältnisse hoch aufgetiet. Ich schlage vor, du tust das auch. Und ich habe den Ball weit vorne im Stand und mache einen vollen Aufschwung und schwinge leicht nach oben. Und mein Hauptgedanke hier ist ein voller, ruhiger Durchschwung nach vorne. So, schau bitte auf meinen Durchschwung. Das ist mein Hauptgedanke. Diese Löcher muss man unbedingt ausnutzen. So, mach deinen besten Schwung, wenn du Rückenwind hast.
Als junger Golfer habe ich in Kapstadt gespielt und in Kapstadt gibt es den Southeaster. Der ist so stark, man kann kaum stehen. Und eine Sache habe ich gelernt, ist, dass der Wind beeinflusst den Ball. Wirklich ganz stark. Manchmal steht man und man sieht Break und man überlegt, wie viel wird der Wind den Ball beeinflussen. Ganz viel. So, ich habe hier einen gerade Putt, 1,5 Meter und der Wind ist für mich zwei Bälle. So, ich werde zwei Bälle rechts vom Loch mich ausrichten und dann beim Stand. Und das Gleiche geht für die langen Schläge. Ich möchte den Boden spüren. Und manche stehen gerne breiter, finde ich gut. Aber egal, was du tust, geh ein bisschen mehr in die Knie und drück mal wirklich gegen den Boden. Und das gibt ein sehr viel Stabilität. Okay, einfach vertrauen, dass der Wind die Arbeit macht. Ich glaube sehr daran, dass wenn der Wind seitlich weht, also 90 Grad von rechts oder 90 von links, dass man sehr gut spielen kann. Es kann sogar eine Hilfe sein. So, lass uns mal kurz über Wind von rechts reden und Wind von links. Und in beiden Fällen gibt es zwei Möglichkeiten. Aber du musst auch wissen, was dein normaler Ballflug ist. Okay, so wenn der Wind von rechts weht, wie an diesem Loch, muss ich mich erstmal fragen, wie sieht mein normaler Ballflug aus? Wenn ich ein Slicer bin, wie viele Golfer, dann ist es nicht wirklich notwendig für mich, so weit nach rechts auszurichten. Ich kann mich ziemlich gerade ausrichten und meinen Schleißschwung verwenden. Was jetzt passiert hätte, klar, der Ball wäre normalerweise nach rechts gesliced, aber das ist perfekt beim Wind von rechts. Das gleicht sich aus und der Ball fliegt gerade. So, denk an deinen eigenen Ballflug. Okay, so, wenn ich aber einen Ballflug habe, der eher nach links tendiert, ich bin eher ein Hooker, dann, wenn ich mich nach rechts ausrichte, vielleicht kennst du es bei deinem Spiel, kann es passieren, dass der Ball stark von rechts nach links weht und da kann man es nicht kontrollieren. So, wenn das der Fall ist bei dir, dann schlage ich vor, dass du das tust, was die Profis tun, und den Ball gegen den Wind schneiden und so einen geraden Ballflug produzieren. Und was du tun musst, ist Folgendes. Erstmal, du weißt, dass dein Schlagfläche nicht nach rechts zeigen wird. Kannst du nicht. Du bist jemand, der nach links schlägt. So, du wirst den Ball höchstwahrscheinlich nicht nach rechts verlieren. Du musst dann schauen, dass du einen normalen Rückschwung machst, einen normalen Abschwung machst. Dein Blatt wird im Treffmoment ziemlich gerade sein. Aber dann musst du dir Mühe geben, nach links durchzuschwingen. Richtig nach links zu ziehen und möglichst das Blatt auch gerade oder leicht offen lassen. Wenn du möchtest, kannst du auch ein bisschen steil ausholen. Das wird helfen und dann nach links durchschwingen. Aber ich werde jetzt ganz normal schwingen. Mein Ballflug ist normalerweise eine Rechts-Links-Kurve. Ich bin ziemlich gerade ausgerichtet. Der Wind weht stark von rechts und ich werde voll an meinen Durchschwung denken. Und der Ball ist schnurgerade geflogen. So, wenn ich nach links ziehe, lasse ich automatisch das Blatt gerade. Ich werde ihn nicht schließen. Okay, so das ist die Möglichkeit, wenn du einen Wind von rechts nach links hast. So, jetzt habe ich einen schwierigen, langen Schlag. Das sind 170 Meter mit Wasser. Aber noch wichtiger, der Wind weht jetzt stark von links nach rechts. So, in diesem Fall muss ich wieder fragen, nun, was ist mein normaler Ballflug? Wenn ich ein Slicer bin, wenn meine Bälle aus Rechtshänder nach rechts tendieren, ist das natürlich eine richtige Herausforderung. Weil natürlich kann ich mich nach links ausrichten
und nach links schlagen und der Wind macht die Arbeit. Aber ich habe sowieso ein offenes Blatt. Das heißt, Drall nach rechts plus Wind von links nach rechts. Ja, da endet der Ball meistens da. So, wenn du diese Tendenz hast, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, mehr von innen nach außen zu schwingen bei so einem Wind. Und du musst auch nach links dich ausrichten. Das ist ein absolut Muss. So, bitte, falls du Links-Rechts-Tendenz hast, falls du slicest, richte dich nach links aus. Mach einen vollen Rückschwung. Das ist notwendig, weil von hier möchtest du spüren, wie du von innen an den Ball kommst. Und auch sehr wichtig, nach rechts durchschwingen oder richtig zum Ziel durchschwingen. Wenn ich jetzt diesen Schlag ausführe, möchte ich, dass du wirklich siehst, dass meine Arme hier vorne sind beim Durchschwingen. Es hilft auch, wenn du auf dem Platz bist, mach mal ein paar Probeschwünge und übertreib sie wirklich. Schwing mal stark nach da. Okay? Und die Hoffnung ist, dass wenn du den Ball schlägst, dass das Gefühl drinne ist. So, ich richte mich links aus. Ich habe hoffentlich das Gefühl, von innen nach außen zu schwingen. Nur, du musst dich wirklich jetzt trauen. Der Wind weht nach da und du musst mir nach rechts schwingen. Das ist wirklich so eine Kopfgeschichte. Wieder viel Mut brauchen wir. Aber nur so kämpfen wir gegen den Rechtsdrall. Okay, und der Wind ist so stark heute, dass der Ball trotzdem ein bisschen nach rechts geflogen ist, aber der ist da, der ist auf dem Vorgrün, vor dem Grün. So, bitte denk daran, das ist ganz wichtig. Wenn du sowieso eine Rechts-Links-Tendenz hast, dann ist dieser starke Links-Rechts-Wind für dich wirklich kein Problem. Du brauchst dich nur minimal nach links auszurichten und deinen Schwung auszuführen. Du schwingst sowieso immer von innen nach außen. Das ist doch optimal. Such dein Ziel aus, blende den Wind aus und mach einen guten Schwung.